Wie könnte unsere Welt in 10, 20, 30 oder 100 Jahren aussehen? Klicksum Science and Fiction hat ja eine Kooperation mit Technology Review und deren Redaktion hat in diesem Sommer schon zum 5. Mal junge Leute gekürt, deren Ideen und Erfindungen schon in naher Zukunft unser Leben hochwahrscheinlich maßgeblich prägen werden. Wie sieht die Zukunft also aus? Herzlich willkommen bei Klicksum Science and Fiction. Und am Ende gibt es übrigens ein gratis Exemplar der Zeitschrift Technology Review. 1, 2, 3. Platz 5. Internet durch Glasfaserverbindungen Deluxe gerettet. Glasfaserverbindungen haben ein riesiges Potenzial und könnten uns demnächst auf allen Endgeräten Videos in Kinoqualität liefern oder Operationsroboter ermöglichen, die Chirurgen über das Internet steuern. Doch die große Herausforderung bei dem Konzept der Glasfaserverbindung bestand bislang aus physikalischen Hindernissen. Beispielsweise ist der Frequenzbereich des Lichts, in dem die Daten über die Fasern verschickt werden, begrenzt und der Bereich der nutzbaren Frequenzen geht Stück für Stück zur Neige. Eine katastrophale Situation für die Fernverbindungen, die über die Unterseekabel zwischen den Kontinenten laufen, denn sie werden schon sehr bald hoffnungslos überlastet sein. Der Elektroingenieur Son Tai Lee aus Stuttgart hat eine großartige Idee gehabt, Glasfaserverbindungen zu optimieren. Er hat auf dem Dilemma herumgedacht, dass es eben nicht einfach die Lösung sein kann, mehr Bits pro Sekunde durch die Glasfaser zu schicken. Dafür müsste man die Intensität der Impulse verstärken. Das aber führt dazu, dass die Lichtsignale sich auf nichtlineare Weise verzerren. Bekannt ist dieses Problem auch als sogenanntes Shannon Limit. Das beschreibt, inwieweit eine fehlerfreie Datenübertragung möglich ist, und zwar in Abhängigkeit von Bandbreite und dem Signal-Rauschverhältnis. Jetzt aber endlich zu Lees Lösungsansatz, der dieses Limit umgeht. Der Ingenieur hat ein Verfahren entwickelt, das die zu erwartenden Verzerrungen berechnet und die Signale so formt, dass die Störeffekte ausgeglichen werden. Tests zeigen, dass die Kapazität der Glasfasern so um 50% gesteigert werden. Ja, und damit nicht genug. Lee hat außerdem ein Verfahren entwickelt, mit dem die maximale Datenrate in einem Frequenzkanal von 40, Achtung, auf 256 Gigabit pro Sekunde gesteigert wird. Und das tatsächlich, das ist Weltrekord. In den nächsten 7 Jahren will Lee die Kapazität von Glasfasern um das 10-fache steigern und das ohne zusätzliche Kosten. Platz 4. Menschenleben retten. Blutvergiftungen durch Genanalyse auf die Spur kommen. Blutvergiftungen sind lebensgefährlich. Pilze, Gifte, Bakterien dringen über eine Verletzung in den Blutkreislauf ein und die Entzündungsreaktion, die kann dann zu Organversagen führen. 27 Millionen Menschen sind jedes Jahr weltweit betroffen. Ein Drittel davon stirbt. Der Bioinformatiker Philip Stevens hat eine Idee entwickelt, Menschenleben zu retten. Dazu hat er eine Software ins Leben gerufen, die nach Bruchstücken der Erreger DNA im Blut der Patienten und Patientinnen sucht. Damit wird dann nicht nur ganz klar diagnostiziert, ob ein Mensch betroffen ist, sondern auch welcher Keim der Auslöser ist. Gegenmaßnahmen wie eine Antibiotikumgabe können dann zeitnah erfolgen. Mittlerweile werden schon erste klinische Studien vorbereitet und Stevens ist zuversichtlich. Die Sepsis ist nur der Anfang. Auch anderen Infektionskrankheiten könnte man nämlich so demnächst auf die Schliche kommen. Platz 3. Glas aus dem Drucker. Frederik Kotz vom Institute of Technology in Karlsruhe hat ein Material entwickelt, das jeweils die besten Eigenschaften von Glas bzw. Kunststoff vereint. Eine super Sache, beispielsweise für die Linsen von Handykameras. Sie bestehen derzeit aus Kunststoff, dabei wäre Quarzglas deutlich besser. Denn es ist bei Temperaturschwankungen formstabil, hochtransparent und knallhart. Doch der entscheidende Nachteil, der Werkstoff wird erst bei 2000 Grad Celsius flüssig, was es unmöglich macht, große Mengen an winzigen Glaserzeugnissen günstig herzustellen. Das neu entwickelte Material hat Kotz Glasomer genannt. Es lässt sich verarbeiten wie Kunststoff, hat aber dennoch die idealen Eigenschaften von Glas. Dazu Kotz, das ist ein Kunststoff, in dem ein hoher Anteil an Glasnanopartikeln eingelagert ist. Bestrahlt man das Material mit Licht, verbinden sich die Kunststoffmoleküle und werden fest. Die Flüssigkeit wird in handelsüblichen 3D-Stereolithografie-Druckern verwendet. Der Kunststoff verdampft dann bei rund 600 Grad in einem Hochtemperaturofen und die Glasnanopartikel werden versintert, also sie verschmelzen. Die Form des Bauteils bleibt erhalten, es wird jedoch dabei ein wenig kleiner. Mit seinem Startup will Kotz seine Technologie jetzt auf den Markt bringen. Platz 2. Effektivere Therapien im Kampf gegen den Krebs. Der therapeutische Nutzen von Chemotherapeutika ist begrenzt.
Die Nebenwirkungen sind gravierend, denn die Wirkstoffe greifen nicht nur die Krebszellen, sondern auch gesundes Gewebe an. Dominik Schumacher hat eine Idee entwickelt, bei der die entsprechenden Wirkstoffe tatsächlich erst dann aktiviert werden, wenn sie auch wirklich auf eine Krebszelle treffen. So werden die gesunden Zellen nämlich geschont und ausgespart. Sein Trick basiert auf dem schon existierenden sogenannten Antibody-Drug-Conjugates-ADC-Verfahren, Verbindungen zwischen Antikörpern und Medikamenten, die eigentlich nur die Krebszellen angreifen, die er selbst aber noch einmal optimiert hat, denn bislang gab es ein großes Problem mit diesen ADC. Die Verbindungen zwischen Antikörper und Wirkstoff waren viel zu instabil. Schumacher setzt ein bestimmtes Enzym namens Tubulin-Tyrosin-Ligase ein, was besonders stabile ADC erzeugt. Dazu der Forscher: Damit wird verhindert, dass der Wirkstoff im Blutkreislauf des Patienten freigesetzt wird. Mit seinem Startup will Schumacher diese Technologie jetzt auf den Markt bringen und damit dem Krebs den Kampf ansagen. Platz 1. Vernünftiges und lukratives Recycling von Elektroschrott. Bei der Aufarbeitung und dem Recycling von Elektroschrott werden Staubsauger oder IT-Geräte oder in super kleine Stücke zerschreddert in ein Granulat. Und aus diesem Granulat werden Aluminium, Kupfer und Eisen abgeschieden. Das Problem: Das ist längst nicht alles. 20-25% bleiben derzeit über. Einiges davon geht dann unter Tage, weil es mit Schadstoffen belastet ist, und in einigen Ländern der Welt landet es immer noch, und das ist sehr traurig, auf gewöhnlichen Deponien. Der Fraunhofer-Forscher Peter Hense hat ein Verfahren entwickelt, das deutlich sinnvoller und lukrativer ist. Bei dem sogenannten iCycle-Verfahren wird aus den Schredderrückständen ein Metallkonzentrat gewonnen. Das enthält dann auch noch Silber, Kupfer, Gold- oder Platin-Gruppenmetalle. Auch die Rückgewinnung versorgungskritischer Hightech-Metalle wie Tantal oder Indium wird so möglich gemacht. Chlorhaltige Abfälle werden genutzt, um das sehr seltene Metall Indium aus Flachbildschirmen oder Monitoren zu recyceln. Der Kunststoff dagegen wird zu einer Art Diesel oder Gas, was vor Ort verbrannt wird, um den Prozess mit Energie zu versorgen. Das Öl kann dann genutzt werden, um Wärme oder elektrische Energie zu gewinnen. Konkret basiert das Verfahren auf einem Wärmeaustauscher in Schneckenform, der mit Hilfe eines metallischen Wärmefluids die Schredderrückstände auf ungefähr 650 Grad Celsius erhitzt. Das passiert in mehreren Stufen unter Sauerstoffabschluss. Dadurch wird der Kunststoff in kurze Kohlenstoffketten zerlegt, ohne eben zu verbrennen, weil es keinen Sauerstoff gibt. Zudem entstehen, wie gesagt, Gas und Öl. Bei den Schadstoffen wie etwa den bromierten und chlorierten Furanen und Dioxinen lag das Hauptaugenmerk von Peter Hense. Sie werden in diesem Verfahren auf Konzentrationen kommen, die unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Henses Angaben zufolge sogar zum Teil sogar unter der Nachweisgrenze. Und auch wirtschaftlich gesehen soll das Ganze Sinn machen. Das Verfahren produziert ein Metallkonzentrat, das sich für 800 bis 2600 Euro pro Tonne an Kupferhütten verkaufen lässt. Vielen Dank an Technology Review. In Zusammenarbeit mit der Redaktion dieser wirklich absolut coolen Zeitschrift ist dieses Video entstanden, und exklusiv für Klicks und Zuschauer habe ich jetzt ein Geschenk. Ihr bekommt nämlich eine Ausgabe gratis, wenn ihr auf diesen Link klickt. Das lohnt sich richtig. Da sind noch mehr Hammer-Themen drin. Ja, und darunter geht's weiter mit, dafür auch draufklicken, Smart Home, die Zukunft des Lebens. Bis dann. Bleibt dran.